Ja, hallo liebe Zuschauer zum jetzigen JFD-Devisenrad. Da hätte ich was gesagt. Nein, zum Live-Trading-TV, zum JFD-Live-Trading-TV hier am US-Nachmittag. US-Nachmittag deshalb, weil seit Beginn des US-Handels hier die Edelmetalle enorm unter Druck kommen. Gold fast 30 Dollar Tagesverlust schon. Und das schauen wir uns hier gleich mal im Live-Chart an. Wir sehen hier links den Stundenchart zum Goldpreis und die aktuellen Preiseruptionen. Hier sehr, sehr signifikant. Wir haben hier die Unterstützung von 1220 aufgegeben. Ganz, ganz signifikant. Und hier mit der 15-Uhr-Kerze ging es hier steil gen Süden. Und wir finden aktuell noch keinen Boden. Also die Chart-Situation. Und wenn wir uns hier im Stundenchart mal umschauen, dann sieht das hier sehr, sehr bescheiden aus. Wir haben hier seit ja, Ende Januar im Prinzip, seit 22.01. hier schon eine kontinuierliche Abwärtstendenz, die sich hier immer wieder weiter fortspiegelt und jetzt unlängst sogar eine Verschärfung der aktuellen Abwärtsbewegung. Sie sehen, die Linie neigt sich weiter nach unten in der Schräge als solche. Und das ist natürlich eine Situation, die jetzt hier sehr, sehr düster daherkommt. Wir schauen uns auch gleich den Goldpreis mal auf Tagesbasis an. Die Situation als solche mit Aufgabe der Marke von 1220 Dollar sind jetzt hier weitere Verluste kaum zu vermeiden. Mögliche Rücksetzer, auch Pullbacks genannt, gerade morgen, Schrägstrich übermorgen, dürften hier in diese Zone hinein eben knapp unter 1220 hervorragende Short-Gelegenheiten sein. Sollte es dazu kommen, dass der Goldpreis aufgrund des starken Ausverkaufs eben hier eine Umkehr einleitet, dann könnte man dies sicherlich hervorragend mit einem Short-Engagement versehen. Hier der Bereich um 1219 Dollar, 1220 Dollar je Unze dürfte hier schon die Barriere sein. Wir haben dann allerdings natürlich kurze Dollars drüber noch einen Abwärtstrend, den ich gerade eben eingezeichnet habe. Der wäre dann sozusagen als letztes Level für Short-Engagements von Interesse. Denn zieht der Goldpreis hier wieder drüber raus, klar haben wir dann übergeordnet noch einen Abwärtstrend, der sich hier eben erstreckt seit Ende Januar. Aber dann wäre eben die Situation einer kurzfristigen Folgeabwärtsbewegung erstmal passé, wenn wir hier über diese Trendlinie hinaus rausziehen. Also hier Preise über 1226 Dollar, speziell 1027 Dollar, dürften dann hier relativ zügig weitere Erholungsbewegungen in Richtung 1240 dann initiieren, und da wäre dann hier höchstens nochmal die Situation, dass man hier den Markt nochmal neu covert und dann praktisch den Markt dann als solches nochmal neu bewertet. Und dann ist die Situation die, dass der Markt hier im Prinzip nach oben rausgehen könnte. So, dann schauen wir mal, wie die Situation jetzt hier weiter zu begutachten ist. Goldpreis, wie gesagt, als solcher im Abwärtsmodus. Und der Silberpreis soll jetzt von Interesse sein. Wir schauen hier jetzt mal die Lage an, und der Silberpreis kommt hier natürlich genauso stark zurück. Das Bild gleicht im Prinzip dem Goldpreis aufs Auge. Hier noch sogar schöner zu sehen, dass der Markt hier im Bereich um 1,1680, 1,1670 auch einen Horizontalwiderstand, also gesagt eine Unterstützung gebrochen hat, die jetzt zum Widerstand geworden ist. Auch hier auf Stundenbasis ein ähnliches Chartbild wie beim Goldpreis. Wenn es Rücksetzer gibt in diese Zone 1680-1670, dann wären das hier hervorragende Möglichkeiten, um hier ein Short-Engagement zu starten und hier auf eine Folgeabwärtsbewegung zu spekulieren. Wir werden das im Stream weiter beobachten. Wir werden das im Stream gerade jetzt für morgen, übermorgen sicherlich nochmal enger in den Fokus nehmen, wenn es denn Erholungsbewegungen gibt. Da darf man gespannt sein, denn auch die Rainbow-Struktur hier zeichnet sich unlängst durch eine sehr, sehr schöne Wiederaufnahme des Trendmomentums nach unten an. Und das ist natürlich eine Situation, die wir dann hier sicherlich einfangen wollen. Hier auf Tagesbasis, den Goldpreisschart kennen Sie sicherlich. Hier wurde auf eine Stabilisierung gesetzt, auch im Zuge der kurzfristigen Saisonalität nach oben. Wenn wir das jetzt nochmal aktualisieren, den Chartverlauf, was gesagt, gegen der kurzfristigen Saisonalität, dann sehen wir hier sehr schön, dass der Preis rein saisonal gesehen jetzt hier gut kurzfristig sicherlich nochmal einen Erholungsimpuls erfahren könnte, aber aufgrund der charttechnischen Situation des Ausbruchs nach unten ist jetzt die Situation die, dass hier im Sinne der Saisonalität, wir blicken hier aktuell mal 40 Tage voraus, hier durchaus jetzt eine weitere Preisschwäche zu erwarten ist. Der Bruch, die Unterschreitung des Levels 1220, 1023 war hier so das Level, wo man sich einkaufen hätte können, um hier auf eine Aufwärtsbewegung zu ziehen oder zu zielen. Dieses Level ist jetzt durch. Das fungiert jetzt hier genau als Widerstandszone, und das ist genau das Niveau, wo der Markt hier sicherlich jetzt keine Chance mehr hat,
nach oben zu kommen. Hier hilft nur noch, und das muss man ganz klar sagen, wenn der Goldpreis ein starkes Reversal nach oben vollzieht, hier Preise über 1238 Dollar machen würde, dann hätte man hier sicherlich die Option, wieder nach oben ja, blicken zu können. Aber dafür fehlt jetzt aktuell jegliche Perspektive. Mit dem Trendlinienbruch, mit der sich hier abzeichnenden Saisonalität, sieht die Situation höchst, höchst schwierig, höchst, höchst brisant aus. In jedem Falle interessant, was hier gerade passiert. Newsflow in Sachen Griechenland und Ukraine hatte ich jetzt als solches nicht auf der Agenda. Letztlich die Edelmetalle hier, und das ist interessant zu sehen, gerade mit Beginn der US-Session immer mal wieder deutlich unter Druck. Und hier immer darauf aufpassen, wenn es neue Tagestiefs da in dieser Session gibt, also speziell zwischen 15, 15:30, 16 Uhr, dann ist das häufig eine Indikation dafür, dass der Goldpreis weiter fällt. Wir werden sehen, wie gesagt, wie sich das jetzt hier in den Folgetagen auswirken wird. Tatsache ist, man darf davon ausgehen, dass der Goldpreis jetzt wieder nach unten blickt. Das Signal heute sehr, sehr signifikant. Gut, liebe Zuschauer, das soll es gewesen sein für den kurzen Ausblick hier auf die Edelmetallmärkte, auf den Edelmetallsektor. Morgen dann, wie gesagt, das JFD-Devisenradar wieder 9:30 Uhr. Dann untertags sicherlich auch 1, 2, vielleicht 3 Sendungen, je nach Event, je nach Anlass. Aber wenn es so eine Bewegung wie heute bei den Edelmetallen gibt, dann muss das natürlich gecovert werden. Übrigens dann noch der Hinweis hier auf unsere Trading-Shoutouts. Hier auch heute ein Hinweis auf Silber. Gibt es die Möglichkeit hier einer Stabilisierung? Ein Klick genügt. Das können Sie auch gern aus unserem Stream heraus anklicken. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, einfach mal hier im Fokus zu nehmen, was relativ simpel, einfach auf einem Chart dargestellt, hier die Tendenz für Silber sein könnte. Wenn die Unterstützung 16:30 nicht hält, dann wäre es unterhalb von 16:08 eben hier genau die Tatsache, dass es weiter gen Süden gehen dürfte. Und mit Verlaub, danach sieht es dann durchaus aus. Also Silber auch hier in gefährlichem Fahrwasser. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Hoffe, Sie konnten vielleicht den einen oder anderen Move in Sachen eines Short-Engagements mitnehmen. Ansonsten Chancen gibt es täglich wieder. Ich sage erstmal ciao dabei und bis morgen, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kämmerer.